Hat der US-Präsident die von der Kanzlerin gemachten oder angesagten gemeinsamen Werte bereits erfüllt? Ich habe dem jetzt Gesagten nichts mehr hinzuzufügen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Freitag in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie jeden Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Frau Demmer, bitte. Genau. Die Bundeskanzlerin nimmt am Montag, den 13. März ab 11 Uhr am jährlichen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in der Messe München teil. Die Spitzengespräche dienen dem vertraulichen Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Anschließend besucht die Bundeskanzlerin die internationale Handwerksmesse und um 12.45 Uhr gibt es eine Pressebegegnung. Am Dienstag, den 14. März, wird die Kanzlerin, wie Ihnen Herr Seibert ja bereits bekannt gegeben hat, mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Washington zusammentreffen. Ich bitte Sie, davon abzusehen, mich mit bohrenden Fragen zu durchlöchern. Einzelheiten des Besuchsprogramms kann ich Ihnen noch nicht mitteilen. Dieses Programm befindet sich noch in der Endabstimmung. Aber am Montag, den 13. März, findet um 13 Uhr hier in der Bundespressekonferenz ein Briefing zur Reise statt mit dem wirtschaftspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, Herrn Röller, und dem außenpolitischen Berater, Herrn Heusken. Die werden Sie dann detailliert unterrichten. Am Mittwoch tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Von 14 bis 15.30 Uhr wird sie dann an der feierlichen Einweihung des Neubaus des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn teilnehmen. Sie wird eine Rede halten und sich bei einem kurzen Rundgang ein Bild von den verschiedenen Forschungsbereichen des Zentrums machen. Das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen erforscht die Ursachen von bisher nicht heilbaren Krankheiten des Nervensystems wie Demenz, Alzheimer und Parkinson. Am Donnerstagvormittag wird die Bundeskanzlerin im Vorfeld des dritten Demografiegipfels ab 9.30 Uhr das Zukunftshaus des Paul-Gerhardt-Stifts in Berlin-Wedding besuchen. Das Zukunftshaus will ein generationenübergreifendes Netzwerk in der Nachbarschaft schaffen. Im Zusammenspiel von professioneller und ehrenamtlicher Tätigkeit gibt es Angebote für Jung und Alt, für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache aus der Nachbarschaft. Die Bundeskanzlerin wird dort unterschiedliche offene Angebote besuchen, wie das Jugendcafé, einen Deutschkurs für Eltern aus der Nachbarschaft, die Kinderbibliothek und eine Seniorentanzgruppe. Anschließend wird sie ein kurzes Pressestatement geben. Danach, ab 10.30 Uhr, nimmt sie an dem diesjährigen Demografiegipfel der Bundesregierung in Berlin teil. Unter dem Motto Zusammenhalt stärken, Verantwortung übernehmen, werden unter anderem die Fortschritte bei der Umsetzung der Demografiestrategie erörtert. Die Kanzlerin wird gegen 10.45 Uhr eine Rede zu demografiepolitischen Themen halten. Am Nachmittag dann wird die Bundeskanzlerin den französischen Präsidentschaftskandidaten Macron im Kanzleramt empfangen. Hierbei handelt es sich um einen nicht öffentlichen Termin. Am Freitag, den 17. März, trifft sich die Bundeskanzlerin um 13 Uhr im Kanzleramt mit rund 160 ehrenamtlich engagierten Flüchtlingshelferinnen und Helfern aus ganz Deutschland. Die Bundeskanzlerin möchte sich bei Ihnen stellvertretend für die vielen Engagierten, für den großartigen Einsatz bei der Ankunft und Integration von Flüchtlingen bedanken. Dazu gehören die erste Versorgung, die Unterstützung in alltäglichen Dingen wie bei der Wohnungssuche oder bei Behördengängen oder auch beim Erlernen der deutschen Sprache. Das Treffen soll außerdem dazu dienen, in einen direkten Austausch mit den Engagierten zu kommen. In einer Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung soll sowohl über den gegenwärtigen Beitrag der Flüchtlingshelferinnen und Helfer, aber auch über die künftigen Herausforderungen bei der Integration gesprochen werden. Um 15 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann den Ministerpräsidenten der Republik Serbien, Aleksandar Vučić, im Bundeskanzleramt empfangen. Bei diesem Treffen wird es insbesondere um bilaterale Beziehungen, regionale Fragen sowie Europa- und wirtschaftspolitische Themen und Flüchtlingsfrage gehen. Um 15.45 Uhr sind Pressestatements geplant. Um 19 Uhr wird die Bundeskanzlerin schließlich am großen Zapfenstreich zur Verabschiedung des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Park des Schloss Bellevue teilnehmen. Und diesmal gibt es auch noch einen Sonntagstermin. Am 19. März und am Montag, den 20. März, besucht die Bundeskanzlerin die CeBIT in Hannover. Partnerland ist in diesem Jahr Japan.
Die Bundeskanzlerin wird auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammentreffen und mit ihm an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen. Gegen 20.30 Uhr am Sonntag wird sie die Messe mit einer Rede eröffnen. Und bei einem gemeinsamen Rundgang mit dem Ministerpräsidenten macht sie sich am Montag ein Bild von der Innovationskraft der digitalen Wirtschaft. Einzelheiten zum Rundgang werden wir in der nächsten Woche vorstellen. Ab 11.45 Uhr wird die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Abe bei einem gemeinsamen Mittagessen über die bilateralen Beziehungen, die Handelspolitik und die regionale Entwicklung in Asien austauschen. Für 13.15 Uhr ist dann ein gemeinsames Pressestatement geplant. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Jung. Frau Demmer, zum Trump-Besuch. Gab es Überlegungen angesichts der aktuellen Leaks zu den CIA-Machenschaften auch aus Deutschland, den Besuch abzusagen? Nein. Warum nicht? Es geht hier um einen Austausch zu diversen bilateralen und internationalen Themen. Und das transatlantische Bündnis ist, wie wir hier immer wieder betonen, ein sehr wichtiges. Und damit müsste ich diese Frage beantwortet haben. Herr Dess. Wird sie denn das Thema zur Sprache bringen beim Vier-Augen-Gespräch mit Herrn Trump? Über vertrauliche Gespräche berichten wir vorher noch weniger als nachher. Herr Jung nochmal. Frau Demmer, die Kanzlerin hat ja die gemeinsamen Werte als Bedingung für die Zusammenarbeit gemacht. Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde der Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Hat der US-Präsident nach Meinung der Kanzlerin diese Werte bereits erfüllt, sodass es zu einer Zusammenarbeit kommen kann? Also ich würde Sie doch bitten, jetzt nicht quasi die Gespräche hier mich vorwegnehmen lassen zu wollen. Unsere Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten haben wir hier mehrfach zum Ausdruck gebracht, zu jedem der von Ihnen angesprochenen Themen, und dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen. Hat der US-Präsident die von der Kanzlerin gemachten oder angesagten gemeinsamen Werte bereits erfüllt? Ich habe dem jetzt Gesagten nichts mehr hinzuzufügen. Herr Kollege. Ja, es geht um die Treffen mit Präsident Trump. Können Sie mir erklären ein bisschen den Zeitpunkt, warum es passiert für nächste Woche? Es gibt einen Spezialgrund für 14 Mails, sie hat ausgewählt. Nein, sie folgt einer Einladung des US-Präsidenten. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Besuch bei Herrn Trump? Das sehe ich nicht. Ich sehe auch. Herr Jung, noch mal zu einem anderen Thema? Ja, zum Thema, dass Herr Macron die Kanzlerin besucht. Werden auch andere Präsidentschaftskandidaten wie Le Pen, Fillon, Hamon die Kanzlerin besuchen, beziehungsweise wird sie die besuchen? Fillon war ja schon da, ja. Das haben wir ja auch bekannt gegeben. Zu Le Pen hat Herr Seibert hier schon Auskunft gegeben, dass es offensichtlich ist, dass zwischen der Politik des Front National und der Politik der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung kaum Berührungspunkte gibt. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Was ist mit Herrn Hamon und endorsed die Kanzlerin Herrn Macron? Über künftige Termine geben wir Auskunft. Um direkt den letzten Teil Ihrer Frage mit Nein zu beantworten. Es ist ein inoffizielles Gespräch und ein vertrauliches Gespräch. Und was war der erste Teil Ihrer Frage? Was mit Herrn Hamon? Über künftige Termine geben wir hier Auskunft, wenn es soweit ist. Zusatz? Zum Verständnis, also die Kanzlerin unterstützt Herrn Macron nicht oder generell keinen Kandidaten in Frankreich? Nein, es geht hier nicht um Unterstützung, sondern es geht darum, die wichtigen Beziehungen zu Frankreich zu pflegen. Dass sie die Kandidaten im französischen Wahlkampf trifft, hat Tradition. Sie hat 2007 etwa mit nach dem Ende der Amtszeit Chiracs auch die damaligen Bewerber getroffen. Und so wird sie das eben in diesem Jahr auch machen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Heller, glaube ich, eine Frage zur Türkei. Sogar zwei. Die erste Frage ans Außenministerium.
Haben Sie das Gefühl, dass das Gespräch des Außenministers mit seinem türkischen Kollegen, in dem ja der Außenminister auch die Nazi-Vergleiche angesprochen hat, ebenso wie die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung, dass das in der Türkei auf irgendeinen fruchtbaren Boden gefallen ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite, inwiefern verändert denn ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts die Haltung der Bundesregierung zur Einreise von türkischen Politikern? Das Bundesverfassungsgericht hat heute Morgen entschieden bzw. in einem Beschluss die Formulierung gehabt, dass türkische Politiker verfassungsrechtlich keinen Anspruch hätten, in Deutschland aufzutreten und sich, in Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland aufzuhalten. Hierzu bedürfe es ausdrücklich einer Zustimmung der Bundesregierung. Bislang hat sich die Bundesregierung ja immer um die Frage, ich sage es mal in meinen Worten, herumgedrückt, wie sie mit solchen Einreisen und Auftritten umgeht. Ändert das jetzt diese Entscheidung Bundesverfassungsgerichts irgendetwas an der bisherigen Praxis? Also vielleicht kann ich mal anfangen. Also Ihre Wortwahl würde ich mit in keinster Weise natürlich zu eigen machen. Die Bundesregierung hat nie bestritten, dass die Einreise ausländischer Staatsoberhäupter sich nach Völkerrecht richtet und dass Deutschland wie jeder andere Staat souverän seine entsprechenden Befugnisse ausüben kann. Ich kann nur hier nochmal betonen, welche Bedeutung hier bei uns die Meinungsfreiheit hat. Wir haben uns hier lange und breit darüber unterhalten. Und wir fordern einfach, was wir von anderen fordern, sollten wir eben selber leben. Herr Fischer, wollen Sie das ergänzen? Ja, vielleicht zu dem ersten Punkt nochmal. Also, Sie wissen ja, dass der Außenminister in dem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen sehr deutlich gemacht hat, dass sich Vergleiche mit der Nazizeit und Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland verbieten. Und ich bin sehr sicher, dass diese Aussage auch gehört worden ist von dem türkischen Außenminister. Und zu den Einreisefragen, da ist es so, wie Frau Demmer es gesagt hat, wir haben vor einigen Tagen hier ja auch schon gesagt, dass wir nicht an Einreiseverboten arbeiten. Und wenn man nicht an Einreiseverboten arbeitet, dann sieht man ja, dass das grundsätzlich möglich sein könnte. Also dass auch die Bundesregierung immer der Auffassung war, dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einreise gibt. Aber nochmal, wir arbeiten nicht an Einreiseverboten. Darf ich noch mal nachfragen? Also mich irritiert immer noch diese Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, dass es für solche Einreisen, wo türkische Politiker auch amtliche Funktionen hier wahrnehmen, ausdrücklich oder konkluent der Zustimmung der Bundesregierung dazu bedürfen. Naja, ich meine, es ist ja offensichtlich so. Wollen Sie? Nee, muss ich schon. Diese Reisen werden ja durch Verbalnoten angekündigt. Das hatten wir hier in den letzten Tagen auch mehrfach. Also wir haben ja am Mittwoch gesagt, dass zum Beispiel die Reise des türkischen Sportministers per Verbalnote angekündigt worden ist. Und das gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Insofern stellt sich jetzt gar nicht so sehr die Frage, ob es einer aktiven Zustimmung bedarf. Aber klar ist für uns, dass dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einreise gibt und wir diesen Anspruch gegebenenfalls auch deutlich machen könnten. Aber wie gesagt, wir glauben nicht, dass ein Einreiseverbot sinnvoll wäre. Ich meine, es ist so, dass wir für die freie Meinungsäußerung eintreten und wir gleichzeitig der Auffassung sind, dass wer sich in Deutschland äußert, sich auch an die hier geltenden Gesetze und Spielregeln halten sollte. Und das ist das, was wir von der türkischen Regierung und von der türkischen Seite erwarten. Frau Kollegin, gleich erinnert. Kollegin. Ja, ich habe zu dem gleichen Thema eine Frage. Es gibt ja da noch eine zweite Ebene, wenn man sich anschaut, was das Bundesverfassungsgericht geschrieben hat heute Morgen. Da geht es ja auch um die Frage, inwieweit sich türkische Regierungsangehörige auf Grundrechte berufen können. Also das heißt, auch das Grundrecht zur Meinungsfreiheit, zur Redefreiheit, hat das denn sozusagen für das Auswärtige Amt oder auch für die Sprecherin des BPA, hat das denn sozusagen eine neue Ebene, beziehungsweise wie bewerten Sie das? Ich weiß nicht, vielleicht will sich das eines der Grundrechtsressorts dazu äußern. Sonst kann ich das auch.
Justiz, es will eher nichts sagen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt etwas an unserer Auffassung ändert. Also die meisten Veranstaltungen sind ja, wenn ich das sehe, von Privatpersonen beantragt worden, die Rechtsträger in Deutschland sind. Und wenn dort türkische Regierungspolitiker als Gast auftreten, dann mag das so sein. Aber wir haben immer auch klar gemacht, was unsere Erwartungen an diese Auftritte sind. Und die habe ich ja vorhin noch einmal wiederholt, dass die nach Recht und Gesetz ablaufen, dass man sich an die üblichen Anstandsregeln hält und dass wir erwarten, dass diese eingehalten werden. Herr Heller? Ich wollte einfach mal zur bisherigen Praxis nachfragen, was an dem Punkt der Zustimmung für die Bundesregierung war. Wenn ich es richtig verstehe, Entschuldigung. Es wird in einer Verbalnote bei Ihnen avisiert, dass ein türkischer Politiker nach Deutschland einreisen will. Und Sie nehmen dazu einfach nicht Stellung oder sprechen Sie da formal eine Zustimmung aus? Naja, es müssen ja dann ganz viele verschiedene Dinge geklärt werden. Wenn zum Beispiel eine schutzbedürftige türkische Person nach Deutschland einreist, wie es sich bei einem türkischen Minister normalerweise darum handeln dürfte, dann müssen ja zum Beispiel Fragen geklärt werden der Sicherheit. Dann müssen Fragen geklärt werden der Einreise und solcherlei Dinge. Und die nehmen wir dann mit der türkischen Seite auf. Und daraus und indem wir das tun, ist ja auch sozusagen ergibt sich ja auch, dass wir diesem Besuch nicht widersprechen. Gut, und eine zweite Frage noch mal letztendlich nur zur Sicherheit: Hat sich inzwischen irgendetwas im Hinblick auf Reisewünsche des türkischen Präsidenten getan, das ja avisiert worden ist auch vom Außenminister? Gibt es da konkretere Planungen? Nee, hier gibt es keinen neuen Stand nach meiner Kenntnis. Es ist so, das werden Sie ja selber verfolgt haben, dass Präsident Erdogan am Mittwoch gegenüber der türkischen Presse angekündigt hat, grundsätzlich nach Europa reisen zu wollen. Aber das ist nicht näher spezifiziert worden und eine konkrete Reiseplanung für Deutschland liegt nicht vor und eine konkrete Notifizierung über eine mögliche Reise des türkischen Präsidenten liegt auch nicht vor. Herr Jung dazu. Herr Fischer, Sie sagten gerade, dass der Politiker, der dann einreist, das Regierungsmitglied, auch die Anstandsregeln hier einhalten muss. Gehört dazu auch Nazi-Vergleiche nicht ziehen? Und wenn diese gezogen werden, auch hier in Deutschland, was sind dann die Sanktionsmöglichkeiten? Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie wir diese Nazi-Vergleiche, die es in der Vergangenheit hier gegeben hat, sehen. Wir haben uns dazu klar geäußert, der Außenminister hat sich dazu klar geäußert, die Bundeskanzlerin hat sich dazu gestern in der Regierungserklärung klar geäußert und wir gehen davon aus, dass das in der Türkei gehört worden ist. Nur zum Verständnis, also hat man der türkischen Regierung klar gemacht, wenn einer von euch beim Auftritt in Deutschland so einen Nazi-Vergleich noch einmal bringt, darf keiner mehr einreisen? Ich glaube, also wie gesagt, wir haben sehr deutlich gemacht, dass sich Nazi-Vergleiche verbieten. Wir gehen jetzt davon aus, dass das von der türkischen Seite auch gehört worden ist. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir doch erst einmal abwarten, wie die nächsten Reisen, die ja angekündigt worden sind, hier ablaufen werden. Frau Holstein. Es scheint ja ein Muster dieser Veranstaltung zu sein, dass die Kommunen erst relativ kurzfristig erfahren, dass da Minister anwesend sind, was dann auch teilweise eben Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Müssen da bestimmte Fristen künftig eingehalten werden? Naja, wir haben ja gegenüber der türkischen Seite darauf hingewirkt, dass es mehr Transparenz in diesen Fragen gibt. Und die türkische Seite hat uns am Mittwoch eine Verbalnote mit geplanten Auftritten türkischer Politikerinnen und Politiker in Deutschland übermittelt. Diese Liste haben wir weitergegeben an die zuständigen Behörden und wir gehen davon aus, dass die Betroffenen jetzt informiert sind oder zumindest in Kürze informiert sein werden, je nachdem, wie lang der Weg durch die Instanzen ist. Ganz kurze Nachfrage, wie kurzfristig sind denn diese Verbalnoten vor den Besuchen? Das ist unterschiedlich. Also ich muss jetzt einmal nachdenken, ich glaube, der türkische Sportminister hat sein Kommen, was ja heute stattfinden wird, mit einer Verbalnote am 3.3. angekündigt. Also es hat gut eine Woche Vorlauf in diesem Fall gehabt. Herr Jung. Frau Fischer, zu dieser neuesten Verbalnote, wie lang ist denn diese Liste und welche
Regierungsmitglieder sind dort aufgeführt? Es gibt nur zwei Regierungsmitglieder, die dort aufgeführt sind. Das ist der türkische Sportminister Kilic und das ist die türkische Familienministerin. Eine deutsch-türkische Kollegin hat gestern aus Ankara berichtet, dass die türkische Regierung mindestens 30 weitere Auftritte bis zum Verfassungsreferendum in Deutschland plant. Ist das auch der Stand der Bundesregierung? Es gibt diese Liste. Dort stehen auch mehr 30 Auftritte von zwei Ministern. Nein. Es ist so, dass es eine Liste ist mit Auftritten der verschiedensten Personen, die der türkischen Regierung nahestehen. Es sind zwei Auftritte auf Ministerebene, der Rest sind Abgeordnete oder Regierungsberater. Also deutlich unter der Ebene des Ministers. Und es ist, wie es in der Vergangenheit auch ist, es herrscht ja immer ein ganz, ganz reger Besuchsverkehr zwischen der Türkei und Deutschland. Und insofern ist es jetzt auch nichts vollständig Überraschendes, dass türkische Politiker gerade in so politisch entscheidenden Zeiten für sie nach Deutschland reisen. Zusatz? Wenn Sie sagen regierungsnahe und Abgeordnete, ist davon ausgegangen, dass das nur AKP-Leute sind? Das kann ich Ihnen jetzt nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Ich glaube aber, dass wenn man zum Beispiel türkischer Regierungsberater ist, die türkischen Gesetze so sind, dass man als Beamter keiner Partei angehören darf. Insofern glaube ich, dass es nicht nur AKP-Mitglieder sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ich habe eine Frage, die sich auf einen Artikel bei Spiegel Online bezieht, der gestern Abend erschienen ist, wo es um die Frage geht, inwieweit auch deutsche Staatsbürger bzw. deutsch-türkische Staatsbürger oder auch sozusagen in der Variante mit österreichischen Staatsbürgern in der Türkei nicht in Haft, aber festgehalten werden bei der Einreise am Flughafen. Ich habe zwei Fragen jetzt dazu. Wie viele Deutsche sind denn von diesen Maßnahmen betroffen? Was ist Ihnen darüber bekannt? Zweite Frage, wäre es jetzt an der Zeit, dass es auch mal eine Reisewarnung für engagierte Deutsche, Deutsch-Türken gibt für Reisen in die Türkei? Also zu Ihrer ersten Frage. Wir haben keinen ganz genauen Überblick darüber, wie viele Einreiseverweigerungen es möglicherweise gegeben hat, weil in diesen Fällen der Einreiseverweigerung weder die türkische Seite noch die Betroffenen verpflichtet sind, uns oder unsere Auslandsvertretung darüber zu unterrichten. Aber natürlich hat sich eine geringe Anzahl von Betroffenen an uns gewendet. Und ich glaube, in den letzten Monaten oder im letzten Monat sind uns rund 10 Fälle von Einreiseverweigerungen bekannt geworden, die deutsche Staatsangehörige betroffen haben. Die zweite Frage war Reisewarnung? Ich glaube, die Reise- und Sicherheitshinweise sind sehr umfassend und nehmen zu jedem möglichen Aspekt Stellung. Ich habe sie jetzt nicht genau vor Augen, aber ich gehe davon aus, dass auch dieses Thema dort angesprochen wird. Aber das müsste ich noch mal klären. Herr Jung, dazu. Ich wollte einen anderen Aspekt der deutsch-türkischen Beziehung ansprechen. Gibt es noch Fragen zu dem Komplex der Einreiseverweigerung? Sehe ich erstmal nicht, dann Herr Jung, bitte. Herr Fischer, gibt es einen neuen Stand in Sachen Dennis Yücel und den anderen 5 inhaftierten Deutschen bzw. Deutsch-Türken? Ich glaube, hierzu gibt es im Vergleich zum Mittwoch, wo wir schon einmal darüber gesprochen haben, keinen neuen Stand. Wir bemühen uns in den Fällen, in denen das noch nicht geschehen ist, wie in dem Fall Dennis Yücel, weiterhin mit Hochdruck darum, konsularischen Zugang zu ihm zu erhalten. Zusatz? Ich hätte noch einen anderen Aspekt. Bitte. Herr Audrich, es gibt das Berichte über eine Panzerfabrik von Rheinmetall in der Türkei. Können Sie uns mal den Genehmigungsstand sagen? Ist das Ding schon durch? Es hilft, glaube ich, um die Frage zu beantworten, die Zuständigkeiten einmal zu klären in der Sache. Die Bundesregierung ist immer dann zuständig, wenn Technologie, wenn Produkte oder auch Blaupausen, also Informationen aus Deutschland in ein anderes Land geliefert werden und das entsprechend gelistet ist, sodass die Rüstungsexportkontrolle Deutschlands greift. Die Bundesregierung ist nicht zuständig, wenn es um die Frage geht, ob Unternehmen in irgendeiner Form Kooperationen eingehen. Das ist eine Sache, dass die Unternehmen zu klären haben und was unternehmerischer Vorgang ist. Und selbstverständlich, wenn es in Frage steht, dass Anträge gestellt werden
zum Export von Gütern, Blaupausen oder Ähnliches in die Türkei, dann wird das mit derselben Akribie und mit einer sehr restriktiven Haltung geprüft, die die Bundesregierung ganz generell immer in solchen Fällen anlegt. Zusatz? Gab es diese Anträge seitens Rheinmetall schon? Und Frau Demmer, wie bewertet die Kanzlerin den geplanten Bau einer Panzerfabrik, einer deutschen Panzerfabrik in der Türkei? Hier ist der Vorgang gar nicht bekannt, deswegen kann ich dazu hier nichts sagen. Und zur Frage von einzelnen Anträgen, das hatten wir aber auch schon des Öfteren hier, ist es ja grundsätzlich so, dass wir nicht Stellung nehmen können. Und um vielleicht Ihnen auch noch mal deutlich zu machen, dass das nicht aus einer Laune ist, sondern dass das grundrechtlich so erforderlich ist, würde ich gerne noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2014 verweisen, in dem das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht hat und auch definiert hat, dass das in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung der Bundesregierung zum einen fällt und dass zum anderen, dass auch verfassungsrechtlich geschützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Unternehmen betrifft. Und deswegen haben wir das ganz generell und grundsätzlich so, dass wir zu Einzelanträgen hier nicht Stellung nehmen können. Und das ist auch in diesem Fall so. Frau Kollegin. Ich habe noch eine Frage zum deutsch-türkischen Verhältnis. Es geht aber nicht speziell zu Rheinmetall. Nein, haben Sie noch eine Nachfrage zu Rheinmetall, Herr Jung? Ich hatte nicht nach einzelnen Anträgen gefragt, sondern ob überhaupt schon Anträge gestellt wurden von Seiten Rheinmetall. Da gilt die Antwort, die ich Ihnen gerade gegeben habe. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Gut, jetzt bitte. Es geht um noch einen Aspekt, wo ich gerne eine Stellungnahme von Ihnen hätte, und zwar... Es geht um türkisches Recht. Sie können sich jetzt sozusagen auch, müssen sich vielleicht nicht positionieren dazu. Aber ich fände es doch interessant, dass nach einem Bericht der Welt von gestern Abend bzw. heute Morgen bekannt geworden ist, dass das türkische Wahlrecht ja eigentlich Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland untersagt bzw. für nicht zulässig erachtet. Ist es ein Aspekt, den Sie bereits mal diskutiert haben in den zahlreichen Gesprächen, die es gegeben hat? Ich glaube, es ist nicht Sache der Bundesregierung, sich über die Auslegung türkischer Gesetze Gedanken zu machen, sondern das ist etwas, was in der Türkei vor türkischen Gerichten geschehen muss. Gleichzeitig ist aber einfach so als Beobachtung, dass wir in den vergangenen Jahren eine Reihe von politischen oder Wahlkampfauftritten türkischer Politikerinnen und Politiker aus dem ganzen politischen Spektrum der Türkei in der Bundesrepublik haben feststellen können. Das ist vor den vergangenen Wahlen so gewesen und das ist auch jetzt vor dem Referendum so. Es ist ja nicht nur so, dass die türkische Regierung hier Auftritte hat. Insofern ist das tatsächlich eine Frage, die Sie an die Türkei stellen müssen und auch an die türkischen Parteien in der Türkei. Ich kann nur feststellen, dass Auftritte in Deutschland, solange sie nach deutschem Recht stattfinden, von uns aus dieser Warte heraus keine Einwände hervorrufen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex deutsch-türkische Beziehungen? Das sehe ich erstmal nicht. Frau Kollegin, dann einen neuen Komplex. Ja, Herr Fischer, auch eine Frage an Sie, aber ein anderes Thema. Gestern hat ja Herr Gabriel in Moskau unter anderem das Thema Ukraine besprochen. Mich würde interessieren, ein anderer Aspekt aus diesem Thema, und zwar, ob das Außenministerium daran interessiert ist, an den Minsker Prozess auch die USA näher anzuschließen. Gibt es nach wie vor Absprachen mit Washington, was den Normandie-Format angeht und die Gespräche im Laufe des, also zum Thema Minsk? Und wie bewerten Sie denn die jetzige Politik der neuen amerikanische Administration in Bezug auf die Problematik im Osten der Ukraine? Ich glaube, zu diesem Thema ist ja schon häufiger auch Stellung genommen worden. Und wir glauben, der Minister war ja vor kurzem in der Ukraine und auch in Moskau und hat ja auch einen engen Kontakt mit seinem französischen Kollegen. Es gab ja auch schon ein Normandie-Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, dass das weiterhin das von allen Seiten akzeptierte Format ist, in dem über die Beilegung des Konflikts in der Ostukraine gesprochen, gerungen und verhandelt wird. Und der Eindruck aus den Gesprächen mit der amerikanischen Administration
ist bislang, dass dieses Format auch von dort gestützt wird. Was wir natürlich machen, ist, dass wir uns in all diesen Fragen auch eng mit den USA abstimmen. Aber das haben wir in der Vergangenheit gemacht und das werden wir auch weiterhin tun. Zusatz? Das heißt, Sie registrieren da keine Veränderung und unterstützen nicht zum Beispiel den Vorschlag von Ischinger, der vor kurzem gesagt hat, also es wäre gut, wenn Trump dem Putin gesagt hätte, lass mich mal auch an den Verhandlungstisch, dass wir dann vielleicht zu fünft darüber reden. Naja, wir unterstützen alles, was zu einer Lösung des Konflikts in der Ostukraine beitragen kann. Nur ist ja momentan die Herausforderung, dass es den politischen Willen braucht, um den Konflikt beizulegen. Und es ist ja so, dass egal in welchem Format Sie verhandeln jetzt zunächst mal, es so ist, dass die Bedingungen, unter denen und die Voraussetzungen, unter denen es zu einer Lösung des Konflikts gibt, klar dargelegt worden sind in den Minsker Vereinbarungen. Und egal in welchem Format Sie verhandeln, es wird ja immer wieder an denselben Stellen zu kritischen Punkten kommen. Und werden sich genau dieselben Fragen stellen, die sich jetzt stellen. Und wir haben hier ein Format, das von allen Seiten akzeptiert wird, zu dem alle Seiten sich bekennen und in dem wir ja dann doch den einen oder anderen Fortschritt gemacht haben. Weil es ist ja immerhin gelungen, einen offenen Krieg in der Mitte Europas zu verhindern. Und auch wenn der Waffenstillstand brüchig ist, so ist es ja nicht so, dass die Auseinandersetzungen nicht zurückgegangen werden. Trotzdem wollen wir natürlich mehr. Wir wollen natürlich, dass die Konfliktparteien, wie sie das mehrfach zugesagt haben und auch in Gesprächen auf Minister- und Staatschefsebene unterstrichen haben, jetzt endlich den Waffenstillstand einhalten und ihre schweren Waffen von der Frontlinie zurückziehen. Das ist das, was zuletzt in München besprochen sind und das ist das, was wir derzeit erwarten. Also wir appellieren an beide Seiten, den Waffenstillstand zu respektieren und die schweren Waffen zurückzuziehen. Und wenn es da zu einer größeren OSZE-Mission bedarf, wie die beiden, wie sowohl der Wunsch in der Ukraine ja geäußert wurde, als auch in Moskau, dann unterstützen wir diese Pläne. Heute hat zum Beispiel ein Vertreter von Kiew in der politischen Gruppe, von der Kontaktgruppe gesagt, dass die Frage der Wahl in Donbass und Änderungen im Grundgesetz weg vom Tisch sind. Wie finden Sie das? Akzeptieren Sie das? Und ja, ist das jetzt eine Wende im Minsker Prozess? Oder? Also wir sind die Äußerung, also wir müssen entschuldigen, dass ich nicht sozusagen jede Äußerung jedes möglichen Vertreters jeder der beiden Konfliktparteien Minuten aktuell im Kopf haben kann. Grundsätzlich gilt das, was in den Minsker Vereinbarungen von beiden Seiten beschlossen worden ist. Gut, zur Nachfrage. Also würden Sie das für möglich sehen, dass diese Fragen jetzt nicht verhandelt werden oder weg vom Tisch sind oder nicht? Wie gesagt, es gilt das, was in den Minsker Vereinbarungen beschlossen worden ist und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Dazu gehören die Fragen der Lokalwahlen, dazu gehört die Frage der lokalen Rechte. Aber dazu gehört natürlich, wie ich das vorhin auch angesprochen habe, Fragen des Waffenstillstands und der Entflechtung. Und wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir zunächst einmal den Waffenstillstand stabilisieren können, weil das nämlich das ist, was das Leben der Menschen ganz konkret und ganz schnell verbessern kann. Denn wo die Waffen schweigen, wird wenigstens niemand mehr sterben durch Gewalttätigkeit. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges und zentrales Ziel. Das ändert nichts daran, dass auch der Rest der Minsker Vereinbarung umzusetzen ist, wie die beiden Konfliktparteien es ja auch zugesagt haben. Herr Fischer, ich probiere es nochmal. Sie sagten, Sie unterstützen jede Initiativen oder Bemühungen, die darauf gerichtet sind, den Minsker Prozess voranzubringen. Sehen Sie denn die Möglichkeit generell, dass die USA in dieser Situation eine konstruktivere oder eine aktivere Rolle spielen könnten? Ja, wir gehen immer davon aus, dass unsere amerikanischen Freunde eine konstruktive Rolle spielen. Ich wüsste gar nicht, wie sie auf eine andere Idee kommen könnten. Und es ist doch so, dass wir in der Vergangenheit eben in diesem Minsker Format Fortschritte gemacht haben und wir uns dazu auch immer eng mit den Amerikanern abgestimmt haben.
Und bislang war es immer so, dass die amerikanische Administration die Ziele des Minsk-Prozesses und des Normandie-Formats mitgetragen hat und unterstützt hat in ihren Gesprächen mit der ukrainischen und mit der russischen Seite. Und ich würde jetzt da zunächst mal keine Änderung erkennen. Herr Jung. Herr Fischer, wer war Teil der deutschen Delegation, die mit Herrn Gabriel in Moskau war? Es war eine große Delegation, hauptsächlich aus... Können Sie so eine Liste schicken oder so? Naja, aber es war, also Sie fragen ja, also Ihr Interesse ist ja immer zum Beispiel herauszufinden, ob es eine Wirtschaftsdelegation dabei war. Es war keine Wirtschaftsdelegation dabei. Ja, wer war denn sonst dabei? Es waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes dabei. Es gab Journalistinnen und Journalisten, die den Außenminister begleitet haben. Und ich glaube, das war es im Kern. Ich nehme trotzdem gerne eine Liste. Und ich habe noch eine Lernfrage. Haben Sie neue geografische Kenntnisse im Auswärtigen Amt, weil Sie jetzt immer wieder betonen, dass Ukraine zur Mitte Europas gehört? Wo ist denn nach Ihrer Ansicht der Osten Europas? Naja, also ich weiß jetzt nicht, also ich meine, Europa ist ein geografischer Begriff, aber es ist natürlich auch ein politischer Begriff. Und die Ukraine hat sich ja klar dazu bekannt, den Weg nach Europa fortzusetzen. Und im Übrigen, wenn Sie sich anschauen, wie weit Europa geht, das geht ja bis zum Ural, dann ist jetzt die Ukraine zumindest nicht vollständig am Rande Europas. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Heller dran mit einem neuen Thema. Ich würde gerne vom Bundesfinanzministerium wissen, Ihr Minister hat gestern von Überlegungen in Sachen steuerlicher Forschungsförderung gesprochen, die auszurichten auf kleine und mittlere Unternehmen. Ich möchte einmal gerne wissen, wie der Stand dieser Überlegungen ist. Ist der Minister bereit, noch in dieser Legislaturperiode eine solche Regelung auf den Weg zu bringen? Und ich möchte vom Wirtschaftsministerium wissen, ob die Äußerungen von Herrn Schäuble Anlass dem Ministerium geben, nochmal mit den Kollegen in der Wilhelmstraße dieses Thema anzusprechen und eine Einigung herbeizuführen. Also die gezielte direkte Förderung von Forschung und Entwicklung in Deutschland hat sich bewährt. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die entsprechenden Haushaltsmittel deutlich gesteigert. Auch dank dieser Anstrengung reicht Deutschland nach den letzten Berechnungen das Ziel, 3% des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Wir wollen aber perspektivisch mehr ausgeben und die Ausgaben auf 3,5% des BIP steigern. Dazu hat sich ja auch die Bundeskanzlerin schon geäußert. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums ist es dabei vorrangig im Interesse der forschenden Unternehmen, die öffentlichen Fördermittel so effizient wie möglich einzusetzen. Daher wollen wir künftig, und darauf haben Sie ja angesprochen, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Forschungsförderung erleichtern. Im Vergleich zu Großunternehmen kann es sein, dass für sie derzeit der Zugang zu kompliziert ist. Und deshalb wollen wir in der nächsten Legislaturperiode steuerliche F&E-Förderung für kleine und mittlere Unternehmen als Alternative ermöglichen. Und die Einzelheiten hierzu müssen dann noch ausgearbeitet werden. Also ich kann vielleicht ergänzen, dass wir ja schon sehr lange darauf drängen, dass wir eine steuerliche Forschungsförderung in Deutschland in Angriff nehmen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland liegen unter dem, was man in anderen vergleichbaren Ländern beobachten könnte. USA, Schweiz, Finnland, Schweden, da haben wir Nachholbedarf. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium seit langem so immer wieder auch in den Mittelpunkt gestellt. Ein zweites Problem ist tatsächlich, dass die Schere bei der Forschung und den Ausgaben für Forschung zwischen den kleineren Unternehmen und den größeren weiter auseinandergeht. Auch da haben wir den Bedarf, gezielt uns zu engagieren. Und deswegen freuen wir uns, dass das Bundesfinanzministerium dort jetzt offener wird für diese Frage auch einer gezielten steuerlichen Förderung von Forschungs- und Innovationsaufwendungen. Und
Gestern hat sich dazu auch der Staatssekretär Machnik geäußert, was ich Ihnen gerne hier auch noch mal zur Kenntnis geben kann, als er gesagt hat, dass wir das zum einen schon seit sehr langer Zeit fordern und dass zum anderen, wenn der Bundesfinanzminister jetzt den Fuß von der Bremse nimmt, das natürlich eine gute Nachricht ist, auch für den Investitions- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Zusatz? Aber ich folgere richtig, Herr Audrich, aus Ihren Worten, dass Sie keine Chance mehr sehen, dass das noch in dieser Legislaturperiode angegangen werden kann. Naja, wir sind selbstverständlich schon auch lange in Gesprächen mit dem Bundesfinanzminister darüber. Und wie ich gesagt habe, haben wir ein großes Interesse daran, auch schnelle Schritte nach vorne zu machen, weil wir Notwendigkeiten sehen. Über Details von Planungen kann ich Ihnen im Moment hier nicht sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Forschungsförderung? Sehe ich nicht. Dann Frau Kollegin, bitte. Ja, und zwar habe ich eine Frage an das Bundesjustizministerium. Sachsens Justizminister Gemko hat in dieser Woche gefordert, dass Leipzig als Standort des Bundesgerichtshofs gestärkt wird und hat dabei an eine Vereinbarung der Föderalismuskommission von 1992 angeknüpft und hat die Hoffnung geäußert, dass da innerhalb kürzerer Zeit zusätzliche Strafsenate nach Leipzig kommen sollen. Meine Frage nun, gibt es Pläne am Justizministerium, in absehbarer Zeit zusätzliche Senate zu schaffen? Und wenn ja, wo würden diese Senate angesiedelt? Fühlen Sie sich an diese Vereinbarung der Föderalismuskommission gebunden? Ja, vielen Dank. Ich hole mal ganz kurz ein klein wenig dazu aus, um das auch einzuordnen. Der Vorschlag der Unabhängigen Föderalismuskommission vom 27. Mai 1992, den 5. Strafsenat des BGH in Leipzig anzusiedeln, ist Teil eines umfassenden und in sich stimmigen Plans, um Sitze von Behörden und Gerichten des Bundes auf einzelne neue Länder zu verteilen. Im Verantwortungsbereich des BMJV gehört dazu auch die Errichtung einer Dienststelle des Generalbundesanwalts in Leipzig, die Verlegung des Sitzes des Bundesverwaltungsgerichts nach Leipzig sowie der Umzug einer Dienststelle des Deutschen Patent- und Markenamtes nach Jena. All diese Sitzentscheidungen hat das BMJV in der Vergangenheit sehr engagiert und erfolgreich umgesetzt. An ihnen hält das BMJV selbstverständlich fest, weil andernfalls das ausgewogene Gesamtkonzept der Föderalismuskommission beeinträchtigt würde. Das gilt auch für die sogenannte Rutschklausel. Der BGH hat allerdings bisher keinen neuen Senat erhalten. Folglich wurde die Klausel nicht wirksam. Vor diesem Grund stellt sich die Frage nach der Verlegung weiterer Strafsenate nach Leipzig derzeit nicht. Zusatz? Darf ich daraus schließen, dass Sie weitere Zuwächse von Fällen weiterhin durch zusätzliche beigeordnete Richter lösen wollen? Naja, also die Neuzugänge, die Eingangszahlen sind ja relativ moderat angestiegen. Also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, 2012 für den Bundesgerichtshof Zivilsachen 6.449 und 2016 waren es 6.531. Und ich denke, so wie im Moment bei dem Bundesgerichtshof Strafsachen ist es ähnlich, so wie im Moment da verfahren wird, ist es auch in Ordnung. Vielleicht noch eine letzte Zusatzfrage. Bitte? Für wie sinnvoll hält das Justizministerium insgesamt, dass ein einziger Senat in Leipzig angesiedelt ist, während alle anderen 24 in Karlsruhe sitzen? Ehrlich gesagt würde ich das hier an der Stelle nicht kommentieren wollen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Gerichtsstandorte? Sehe ich mich? Dann hat Herr Jung ein neues Thema. Nochmal ein Thema Türkei. Die UN hat heute einen Bericht veröffentlicht, der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den Kurdengebieten vorwirft. Es geht dabei um das Vorgehen gegen militante Kurden im Südosten des Landes. Es habe massive Zerstörungen, Tötungen und zahlreiche andere schwere Menschenrechtsverletzungen gegeben. Einige Fälle waren ja hier in der BBK in den letzten Monaten immer wieder Thema. Die Bundesregierung wollte sich da eigene Erkenntnisse verschaffen. Teilen Sie diese schweren Vorwürfe der UN gegen die türkischen Freunde? Herr Jung, um diese Vorwürfe teilen zu können, müsste ich den Bericht erstmal kennen. Und von daher, und da ich den Bericht nicht kenne, kann ich mich dazu inhaltlich auch nicht äußern. Aber Sie wissen ja ganz genau, dass wir in den letzten Wochen und Monaten unsere Haltung zu den innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei auch zum Ausdruck, immer wieder sehr klar zum Ausdruck gebracht haben. Und wir natürlich mit der Türkei auch darüber sprechen, wie,
wie dort Fragen von Menschenrechten, Versammlungsfreiheit und diesen Themen gehandhabt werden und dass wir da offensichtlich nicht in allen Fragen einer Meinung ist, ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer wieder deutlich geworden. Zusatz? Wozu Sie jetzt den Bericht ja nicht brauchen, ist der Fakt, dass die Türkei die UN-Ermittler, dass sie denen keinen Zugang zu den betroffenen Gebieten gewährt. Fordern Sie die türkischen Partner auf, den UN-Ermittlern Zugang zu gewähren? Naja, Herr Jung, das bringt ja nichts. Den Bericht kenne ich nicht. Das hat nichts mit dem Bericht zu tun. Das ist naja, dem, aber bekannt. Wissen Sie, Sie sagen, es hat keinen Zugang gegeben. Ich kann das von sagen. Ich kann das, ja, Sie sagen, dass die UN sagt, dass es keinen Zugang gegeben hat. Ich kenne den Bericht nicht und kann das heute an dieser Stelle von hier aus nicht verifizieren. Wir können gerne am Montag nochmal über dieses Thema sprechen, wenn wir vielleicht Gelegenheit hatten, den Bericht einzusehen. Aber hier und heute und jetzt möchte ich doch darum bitten, dass wir die Gelegenheit erhalten, diesen Bericht zu lesen. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, was die Kollegen uns geschickt haben, gab es gerade erst die allererste Agenturmeldung, während wir hier in der BPK sitzen, dass dieser Bericht veröffentlicht worden ist. Von daher würde ich doch um eine gewisse Fairness bitten, dahingehend, dass wir die Gelegenheit erhalten, uns die Dinge, über die wir hier sprechen sollen und über die wir uns hier mit Ihnen auseinandersetzen sollen, vorher zur Kenntnis nehmen können, bevor wir sie kommentieren. Dann schlage ich vor, dass wir das Thema am Montag nochmal aufrufen. Herr Kollege. Ja, Frau Demmer, ich habe eine ganz kleine technische Frage doch zu dem Besuch Frau Merkel bei Trump. Können Sie uns einfach für die redaktionelle Planung sagen, wann in etwa die Kanzlerin abfliegt? Am Montagabend, am Dienstag früh in der Nacht, so ungefähr? Kann ich nachreichen? Das wäre. Gibt es weitere Fragen? Also, die fliegt Montagabend ab. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich schön für diese Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.